Joachim, es gibt Dinge, über die man in einer Gesellschaft nicht spricht, und es gibt Menschen, die in einer Gesellschaft immer ausgeschlossen werden. Da gibt es unterschiedliche Randgruppen. Heute sind wir an einem Standort, wo es um Sexualität geht, in einem sehr sensiblen Bereich für Menschen, denen es eben nicht so gut geht wie uns zwei. Vielleicht magst du was erzählen dazu. Ja, genau. Also Spätzle untereinander, insbesondere Männer, reden ja viel über Sex. Und das Wenigste davon stimmt, das wissen wir auch beide, dass da auch viel geprahlt wird und ein Ding, wie du gesagt hast, über das gar nicht geredet wird, das ist, dass es ganz viele behinderte Menschen gibt in Österreich und die aber sexuelle Bedürfnisse haben. Und ich glaube, diesen nackten Tatsachen sollten wir jetzt einmal in die Augen schauen, oder? Können wir uns was anschauen? Ja, und das ist zum Beispiel Heli, das ist eine Möglichkeit, wie man solche Menschen helfen kann, die behindert sind, die aber nicht die Möglichkeit haben, dass sie sich dementsprechend der Familie anvertrauen und die Familie das eigentlich auch wegdiskutiert oder gar nicht drüber redet. Weil Dinge, über die man nicht redet, die existieren nicht. Das kennen wir als MFG auch. Wir erscheinen ganz wenig in den Medien und durch das hoffen wir, dass es uns nicht gibt. Und genauso geht es der Lee und den Menschen, die behindert sind und sexuelle Bedürfnisse haben. Und es ist halt bedauerlich, wenn man erkennen muss, dass man ein großes Thema in einer Gesellschaft hat von einer Gruppe, die Sexualität leben will und die von Herzen auch spüren darf, aber einfach nicht drüber geredet wird. Und somit kannst du helfen, dass du das Video öffentlich machst, dass du das teilst, damit einfach mehr Menschen dorthin schauen, wo die meisten wegschauen. Genau, also vielleicht ein bisschen weniger mit den eigenen Sexgeschichten prahlen und einmal über Dinge reden, die echt wichtig sind und in der Gesellschaft leider noch nicht ankommen haben dürfen.